Hey Leute, willkommen an diesem wunderschönen Freitag beim neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder, wer hätte es gedacht, um einen Lebensmitteltest, aber heute um ein Produkt, wo ich mehr Erwartungen habe als bisher. Bisher hatten wir zwei, drei Müller Milchs, alter Schwede, eine Punica. Und jetzt kommen wir zum, haltet euch fest, das heutige Produkt, ihr habt es schon im Titel gesehen, HSC Multivitamin. Das war heute sogar im Angebot beim Edeka, muss ich sagen. Und da dachte ich mir, ich nehme es gleich mal mit und ich teste es gleich. Es ist kein Top-Produkt, denke ich jetzt mal. Wir lassen uns überraschen. Aber es ist auf jeden Fall ein besseres Produkt als das, was wir bisher getestet haben. Viele, ich würde das so als Punica, nur nicht diesen süßen Touch. Aber da lassen wir uns überraschen. Also, wie immer gehen wir erstmal aufs Cover ein. Also, wir haben hohes C. Multivitamin angereichert mit neuen Vitaminen angereichert. Ja, Betonung auf angereichert. So, dann haben wir reich an natürlichem Vitamin C. Sehr gut, Vitamin C braucht man immer. Sehr, sehr gut. Ein wichtiges Antioxidant. Dann, was mich sehr anspricht schon mal, das hatten wir zum Beispiel sowas wie Punica nicht stehen. Ohne Zuckerzusatz, 100% Saft steht hier. Laut Gesetz. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das heißt, allen Zucker, den wir hier drin haben, kommt von den Fruchtsaftkonzentraten. Ja, ich wollte gerade nur gucken, nicht, dass echte Frucht drin ist. Das wäre es hier noch. Und wir haben keine Süßungsmittel, wie es ausschaut. Ich bin gespannt. Also wenn ihr ohne Zuckerzusatz... Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Kein Pfand haben wir schon mal. Okay, auch gut zu wissen. So, hergestellt und vertrieben wurde das tolle Produkt von der Eckes Granini GmbH. Niederolm. Weitere Infos findet ihr bei usc.de. Cool, hier haben wir jetzt zum ersten Mal, oh, wir haben ein veganes Produkt, gefällt mir auch sehr gut. Und mir gefällt hier auch sehr gut, dass wir eine Liste haben, ein paar Informationen, die werden wir uns natürlich alle anschauen. Hatten wir noch nicht so extrem, wir hatten so Instagram-Werbung bei Punica und so, aber wir hatten noch nicht so eine richtige Liste. Lesen wir uns mal durch, also Multivitamin. Sonnenverwöhnte Früchte. Ich lese jetzt mal den ersten Absatz hier vor. Sonnenverwöhnte Früchte. Schön, dass uns die Natur mit einem großen Angebot an Früchten so reichhaltig beschenkt. Aus Äpfeln, Orangen, Ananas, Maracuja, Mango, Zitrone sowie Bananen und Nektarinen mag Chacuzel machen wir unseren hohes C Multivitamin. Ah, hohes C, deshalb auch extra reich an Vitamin C. Ich bin lost. Okay, mit vielen gesunden Vitaminen für einen guten Start in den Tag. Wow. Wow, wow, wow. Also wie es aussieht, kommen die Vitamine aus den Konzentraten. Nicht so wie in der Müllermilch. Und das würde heißen, klar, es ist nicht so effektiv, wenn du ein komplett natürliches Produkt zu dir nimmst, weil es, denke ich, auch erhitzt wurde. Aber das würde heißen, wir haben keine zugesetzten Vitamine. Lass uns mal noch überraschen. So, also sonnenverwöhnte Früchte klingt doch schon mal gut, auf jeden Fall. Stehe ich komplett dahinter. Sehr gut, wow. Hey, wo ist C? Holla, die Waldfee. Dann Vitamintresor. Unsere spezielle braune hohe C-Flasche schützt alle wertvollen Vitamine. Zudem bestehen unsere Flaschen aus bis zu 25% recycelten PET und sind bis zu 100% recycelbar. Wow. Wow, stimmt, jetzt fällt es mir erst auf, wenn du darüber nachdenkst. Das schützt sehr stark vor Lichteinfällen und somit vor Wärme auch. Ich bin gerade echt überrascht, ne? Ich dachte ja, als ich das kaufe, ja, wir haben hier ein, halt HSC ist auch so ein berühmter Name, sage ich jetzt mal, hier ein überzuckertes Getränk einfach, wo ein bisschen Früchte drin sind. Bis jetzt, wow, ich bin echt überrascht. Gut, kommen wir jetzt zum dritten Absatz hier, dann sind wir auch fertig damit. Vitamin C Tagesbedarf. Eine Portion HSC deckt bereits deinen Tagesbedarf an Vitamin C sowie an 9 weiteren wichtigen Vitaminen. Eine Portion. Alter, das müsste man sich echt gut aufteilen. Weitere Vitamin. Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. HSC Multivitamin ist damit die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und gesunde Lebensweise. Ja, das lässt sich jetzt drüber streiten. Wenn man sich rein natürlich gesund ernährt, dann wirst du auch kein HSC brauchen. Aber der absolute Top-Favorit bisher, wenn es um Vitaminversorgung geht. Also ich bin umgehauen, Leute. Jetzt schauen wir uns doch weiter an, aber wow. Bitte vor dem Öffnen schütteln. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe so Vitamin C, hohes C getrunken, habe ich noch nie gemacht. Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 3 bis 4 Tagen aufbrauchen. Okay, bis mal. Geil,
Geil, geil, geil. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gut, kommen wir zu den Nährwerten auf 100 Milliliter, wie immer. Wir haben erstmal 45 Kilokalorien auf 100 Milliliter, wo ich sage, lieber mehr Kalorien, ja, als Süßungsmittel reinzuballern, wie zum Beispiel wir gestern den Punika-Getränk hatten. Und die sind mega ungesund, da esse ich lieber ein bisschen mehr Kalorien, die ich dann wieder durch Sport oder so verbrenne, halt, weißt. 45 Kilokalorien, top. Nicht viel, ist nicht wenig, für die Fruchtsaftkonzentrate und so top. Da haben wir Fett, weniger als 0,5 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren, weniger als 0,1 Gramm. Müssen wir jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Ich denke, es kommt so ein bisschen vom Mark und von den Konzentraten. Oder falls da noch was anderes drin ist, wir werden sehen. Kohlenhydrate, wir haben 10 Gramm Kohlenhydrate, 9,9 Gramm davon Zucker. Ha, sehr schön. Sehr schön, kein Zuckerzusatz. Vielleicht keine Süßungsmittel. Gut, 9,9 Gramm ist viel, aber es ist Fructose, es ist Fruchtzucker. Der Körper braucht es erstens genau wie Glucose, aber er braucht auch Fructose. Und ja, solange ihr eine Portion zwei maximal am Tag trinkt, voll okay. Ihr tut eurem Körper nichts Falsches mit dem Zucker. Und wenn ihr es noch schnell verbrennt mit Sport oder so, dann ist das erst recht top. Dann haben wir Eiweiß 0,5 Gramm. Minus, also weniger als 0,5 Gramm, sorry, also mit weniger Zeichen. Ich halte sie ganz kurz auch rein, aber ich werde es natürlich nochmal extern auch, weil irgendwie meine Kamera fokussiert es nicht, werde ich es extern auch nochmal einblenden. Bald hole ich mir den gescheiten Camcorder, dann wartet ab. So, Salz haben wir weniger als 0,01 Gramm. Ja, deshalb brauche ich nicht viel dazu sagen. Dann haben wir Vitamin A 300 UG auf 100 Gramm, auf 100 Milliliter. Aber aus Beta-Carotin. Was mich sehr freut, das heißt, unser Körper, ich sage immer, ich gehe mal kurz auf kurze Erklärungen ein von den einzelnen Vitaminen, Stoffen, Zutaten etc. Und dann mache ich noch Gesamtvideos zu diesen Vitaminstoffen etc. Und dann könnt ihr euch die anschauen und muss ich nicht immer extra drauf eingehen. Aber wir, ganz kurz: Beta-Carotin. Stell dir vor, ihr esst eine Karotte zum Beispiel und darin ist Beta-Carotin und nicht direkt Vitamin A enthalten. Und wenn der Körper Beta-Carotin aufnimmt, verarbeitet er es zu Vitamin A um, was er dann wieder verwenden kann. So viel dazu. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann haben wir Vitamin E. 4,8 Milligramm. Ist in Ordnung. Vitamin C 32 Milligramm. Auch gut was. Vitamin B1 0,44 Milligramm. Auch viel. Also nicht schlecht. Ich bin mal umgegangen. Vitamin B2 0,56 Milligramm. Das ist auch viel. Dann haben wir Vitamin B3. Also Niacin mit 6,4 Milligramm. Ja, auch viel. Pff, wow, was sind da für Vitamine drin? Einer Schwede. Dann haben wir Vitamin B6 mit 0,56 Milligramm. Auch in Ordnung viel. Dann, mich haut's hier aus den Socken. Dann haben wir Folsäure mit 80 UG. Also Vitamin B9, sagt man so. Aber man verwendet noch mehr über den Begriff Folsäure. Auch viel und gut. Wow. Vitamin B12, 1 UG auf 100 Milliliter, auch sehr gut. Biotin haben wir 20 UG auf 100 Milliliter, also Vitamin B7. Und Pantothensäure haben wir 2,4 Milligramm auf 100 Milliliter, also Vitamin B5. Ja, hier nochmal die Nährwerte. Das wird lustig, die einzublenden, aber holla die Waldfee. Also ich bin echt überzeugt bisher. Und dann kommen wir auch direkt zu den Zutaten und zu der genauen Bezeichnung des Produkts. Also, wir haben ein Multivitamin mehr Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten und Fruchtmark. Also, wir haben halt heutzutage schwer die Möglichkeit, nur frische Fruchtsäfte direkt zu trinken. Und deshalb finde ich es super, dass die es wenigstens mit Fruchtsaftkonzentrat machen. Es ist klar viel billiger für den Produzenten, also in dem Fall jetzt für Granini, aber es ist trotzdem ein gutes Produkt am Ende, wisst ihr? Also es ist nicht so gut wie ein frischer Fruchtsaft, aber wir haben hier grob alles, was man braucht. Schauen wir es uns jetzt mal genau an. Zutaten, Hauptzutaten. Wir haben nicht mal Wasser, wir haben mehr Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten. Direkt fängt es mit Frucht an. Mehr Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten. Das heißt, alles, was ich jetzt vorlese, sind die Konzentrate drin. Die Fruchtsaftkonzentrate. Also nicht mal der Konzentrat direkt aus der Frucht, sondern aus dem Fruchtsaft. So, haben wir einmal Apfel, Orange, Ananas, Acerola, also von der Kirsche, Acerola-Kirsche, sehr gut, Maracuja, Mango,
und Zitrone. Haben wir die Fruchtsaftkonzentrate. Sehr viel, sehr gut. Ich muss auf der einen Seite sagen, klar, es ist besser, wenn man getrennt die Zutaten zu sich nimmt. Aber wenn der Körper jetzt einen totalen Mangel irgendwie an Vitaminen und Antioxidantien hat, schüttet das einfach ein bisschen rein und dann wird sich das schon mit der Zeit wieder regeln. Dafür finde ich sowas top. Auch für zwischendurch, einfach um Vitaminbedarf ein bisschen zu decken und alles, ist sehr gut. Dann haben wir Bananen- und Nektarinenmark. Oh, ist das schön. Das liest sich so schön. Das ist die beste Zutat, die wir bisher in allen Produkten je hatten. Bananen- und Nektarinenmark. Wir haben das direkte Mark von der Banane und der Nektarine. Oh, es geht natürlich besser. Eine Banane und Nektarine sind jetzt nicht die über Antioxidantien-Bomben, aber trotzdem sehr gut. Sehr gut. Wow, mich haut's um. Dann haben wir Niacin, den Vitamin B3, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B9, Beta-Carotin, das Provitamin A, also jetzt nochmal zu den Vitaminen, weil ich es eben nochmal, ich habe zwar schon alles in der Liste gesagt, aber jetzt nochmal in den Zutaten, dass ihr es genau seht. Dann haben wir das Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, also Vitamin B9. Und dann haben wir noch Biotin mit Vitamin B7 und Vitamin B12 ist auch noch drin. Boah, das ist jetzt viele Vitamine, alter Schwede, also wirklich hohes C-Multivitamin, ich bin überzeugt. Geil, geil, geil. Ah, schön. Nice, nice. Dann testen wir das alles mal. Wir haben keinen Zuckerzusatz. Wir haben keine Süßungsmittel. Wir haben keine Aromen. Ich finde es toll. Toll. Gutes Produkt. Es ist nicht perfekt, aber es ist ein gutes Produkt. Wirklich. Gut. Dann testen wir das Ganze mal. Ich bin jetzt gespannt, ey, wenn es jetzt noch gut schmeckt, haut's mir aus den Socken wirklich. So. Hier haben wir das nochmal, das Ganze. Jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut. Also hier drin würde ich denken, ist auch so orange, multivitaminmäßig halt. Ähnlich wie die Punika, die wir hatten. Oh ja. Aber mir fällt schon gleich was ganz anderes auf. Also hier haben wir einmal das hohe C-Multivitamin. Keine Farbstoffe, nichts. So schaut Multivitaminsaft aus. Ich denke, das ist größtenteils von der Orange, dieses Orange. Aber ja, hier haben wir das Produkt. Jetzt trinke ich erstmal sehr viel Vitamine heute. Aber so, Augen schließen und let's go. Muss ich gleich nochmal trinken, Entschuldigung. Oh. Bitte einen großen Applaus für das bisher beste Produkt auf unserem Kanal. Super. Geschmacklich sehr süß. Das sind aber die Früchte und das Mark. Sehr intensiv. Sehr süß, aber natürlich süß. Wisst ihr noch, ich habe im letzten Video gesagt, die Punika ist auch sehr süß, aber man hat rausgeschmeckt, diese drei Süßungsmittel, man hat sie wirklich rausgeschmeckt. Hier, du trinkst es und du schmeckst, es ist eine Frucht. Bis jetzt habe ich noch einen süßen Geschmack drin, aber so ein fruchtigen. Da war es auch ein süßer Geschmack, aber eher so ein aufgetischter eben. Ich trinke es nochmal, Leute. Oh, mega gut. Mega gut, aber ich will es gar nicht zu herumlabern. Deshalb kommen wir jetzt zum Geschmackstest, weil ich sehe, wir haben schon wieder über 14 Minuten. Also geschmacklich kriegt dieses Produkt, wow, also wirklich sehr süß, fast zu süß, deshalb jetzt keine, aber eine 2 plus, doch eine gute 2 plus, ähnlich wie der Erdbeermüllermilch. Klar, das war ein komplett anderes Produkt, es ging gar nicht um Gesundheit, aber hier sehr gut geschmacklich. Also Leute, die sich halbwegs gesund von Getränken ernähren wollen und einmal am Tag so ein Glas trinken, ihr seid völlig dabei, ohne Scheiß. Sehr gut. Hohes C, Multivitamin. Geht besser. Geschmacklich 2 plus. Gesundheitlich. Wir haben Konzentrate. Wir haben Konzentrate, ist eigentlich das Einzige, was ich fast auf die negative Seite stellen soll. Und dass wir die von den Vitaminen, da steht zwar, sie sind aus den Fruchtsäften, beziehungsweise aus dem Mark. Aber bin ich jetzt noch ein bisschen kritisch selber. Aber wir haben die Vitamine, wir haben den Mark, wir haben. Also das Produkt bekommt von der Note her eine 2.
Wenn nicht vielleicht eine 2 minus, ich bin noch ganz kurz am Überlegen, aber eine. Doch, nee, es bekommt eine 2 von mir. Es ist ein gutes Produkt, ich kann dagegen nichts sagen. Es gibt ein paar Mängel, also es gibt ja noch 2 plus, 1 minus und 1, also es gibt noch 3 Aufstufungen. Es geht noch gesünder auf jeden Fall, aber es ist sehr gut. Ich bin gerade umgehauen, ehrlich gesagt. Ja, wir geben dem Produkt gesundheitlich eine 2. Damit ist es eine Empfehlung, die erste Empfehlung auf unserem Kanal. USC Multivitamin, trinkt es nicht zu viel. Wir haben immer noch keine reinen Früchte, wir haben immer noch ein sehr großes Vitamingemisch, was auch nicht immer komplett perfekt zusammenarbeitet. Aber grundsätzlich gutes Produkt, ein gutes Produkt, weshalb es auch eine 2 von mir bekommt. So, das war's mit dem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Es werden einige Folgen, haltet euch fest. Und dann wünsche ich euch weiterhin einen wunderschönen Freitag und wir sehen uns morgen, wenn alles gut läuft. Ciao!